Okay, damit geht's weiter mit After Death. Und ja, wie man schon sieht, es gab ein kleines Update. Und zwar ist das Spiel jetzt 16 zu 9 scheinbar. Also es deckt den kompletten Bildschirm ab. Und ich bin jetzt mal gespannt, was das heißen soll. Kann ich irgendwie die Musik ein bisschen leiser machen? Ich habe doch das Gefühl, dass es ein bisschen laut ist. So vielleicht? Ich glaube, so passt. Schauen wir mal. So, 78% haben wir schon, was eigentlich gar nicht schlecht ist, würde ich mal sagen. Wir schauen jetzt mal, wie sich das Spiel tatsächlich... Es ist echt 16 zu 9. Das ist echt krass. Irgendwie schon cool. Vor allem, dass es einfach so easy ging, sage ich mal. Die haben es ja doch relativ leicht... relativ leicht hinbekommen. Gefällt mir, muss ich sagen. Macht das Spiel auf jeden Fall nochmal schöner. Gut. Das letzte Mal haben wir ja eigentlich die ganzen Zweiergebiete abgeschlossen. Ah, die Karte ist noch 4 zu 3, okay. Das ist schön. Das letzte Mal, wie gesagt, haben wir eigentlich die ganzen Gebiete ja soweit abgeschlossen. Das Einzige, was noch fehlt, ist unten rechts der zweite Teil vom Tempel. Und den werden wir uns diesmal auch anschauen. So, muss noch ein bisschen laden, aber dann kommt das auch. Das ist eigentlich echt cool. Das gefällt mir, muss ich sagen. Dass es jetzt so läuft. So, wir wollen mal den langen Weg da nach unten gehen. Das heißt, gleich nach rechts. Ja, da lang. Was haben wir Schönes? Da müsste jetzt nämlich ein großer Lavapool sein. Ja, genau. Und den... das sieht interessant aus. Den können wir jetzt ja auch einfrieren. Und da... okay. Das ist interessant. Wir bekommen hier... Au, toll. Ich werde damit rechnen können. Wir sind aber bloß sehr tief gespalten. Oh, wow, was ist das? Oh, ein Schadensupgrade. Nice. Sehr, sehr schön, oder? Bestimmt. Das ist schick. Interessant. Nehme ich gerne. Das ist Lava zu Obsidian gemacht. Ah, ja, richtig. Klar. Das macht irgendwo Sinn. Ich würde es gerne mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Das war ein sehr langer Fall, oh ja. So, wir haben zwei Punkte, wo wir entlang gehen können. Einmal rechts und einmal hier gleich nach unten. Ich glaube, hier gleich nach unten war eher so eine... Oh wow, Feuer macht jetzt auch richtig gut Schaden. Das ist nice. Wir sind jetzt sehr, sehr heftig. So, wenn wir jetzt hier nach unten gehen... Wo kamen wir da raus? Nee, das war gar nicht hier. Zwei eins weiter. Hier kann man dann zum Boss, oder? Ja. Oh, unten beim Boss geht's auch noch durch. Ich glaube, da war so ein Schalter. Ich glaube, das sind überall Schalter. Ich fühle mich verarscht. Was? Wieso? Keine Ahnung. Oh, stimmt, die Musik hier war gut. Ich mochte die Musik in dem Gebiet. Perfekt. Ja, okay, hier ist auch ein Schalter. Okay, das heißt, es geht bloß nach rechts rüben. Ja, oh Gott. Ich meine nicht, dass es so viel Schaden macht. Wir sind jetzt eigentlich doch schon ziemlich stark. Dafür, dass wir bloß 78% haben. Guck einfach ein bisschen höher. Ja, weißt du, es ist... Jetzt gerade für das hier ist es nicht so interessant, wenn euch irgendwas in Monster Hunter passiert. Deswegen habe ich das jetzt halt echt mal ignoriert. Und ich werde es mir jetzt auch nicht unbedingt angucken. Das ist halt so... Tut mir leid. So. Da will ich dann doch mich mehr um das Spiel konzentrieren. So, jetzt sind wir ja schon im zweiten Gebiet. Genau, das ist jetzt so dieses Gefängnis hier.
Kann ich da drauf? Ja, okay. Hier können wir ja mal speichern. Geht das überhaupt? Jetzt sollte das gehen, weil wir jetzt das machen können, genau. Why do I never see Curiositas, Timer and Notizia? I have something to tell you. I said before that Notizia is a floating soul. But he is more than that. What is he? You are Notizia. That is your name. Why didn't you tell me earlier? It wasn't the right time. Now you're ready. Okay. Das heißt, wir sind so eine Floating Soul. Interessant. Aber wieso können wir uns dann nicht an nichts mehr erinnern? Mhm. Dann schreibe ich so, muss das nicht so dringend vorlesen. Ach so, du hast jetzt sicher... Ah, okay, okay, ja gut. Das ist dann eine Sache, wo man sich verarschen fühlen kann, ja. Ich dachte jetzt gerade eben wegen irgendwas anderes, was ich da so mitgelesen habe. Okay, das ist wirklich ätzend. Gerade bei dem Punkt. So. Okay, wir sind eine Floating Soul. Das ändert... Aua. Okay. Das ändert ziemlich viel. Glaube ich. Ändert das ziemlich viel? Ich meine, wir wissen jetzt wenigstens, wer wir sind. Zumindest, welche Seele in uns ist. Aber ich glaube, wir wissen immer noch nicht so genau, wer wir genau sind, oder? Also, wo das Skelett herkommt. Weil ich denke, die Träume, die wir haben, sind ja die Träume von dem Skelett. Wie er vielleicht hierher gekommen ist. Wir haben dann aber bloß sein Körper übernommen. Okay. Hm. Interessant, aber es gibt dann trotzdem ja noch ein paar andere Floating Souls, die wir noch nie gesehen haben. Oh Gott. Au. Nochmal. Hier nochmal. Wir haben genügend Magie für das Ganze. Was sehr, sehr angenehm ist. Oh, guck mal. Nice. Ja. Okay. Oh, was? Das ist uncool. Au, oh, hi. Ich kann dich nicht verletzen. Das gefällt mir nicht. Ja, was bist du denn? Sehr gruselig bist du auf jeden Fall. Okay, ich verstehe schon, wie das Ganze hier abläuft. Au. Zuerst kommst du ein paar Mal. Und dann kommt das große Ding darunter. Okay, so ein kleiner Mini-Boss. Ja. So ein kleiner Mini-Boss. Dezent gruselig. Aber okay. Wir haben es zum Glück überlebt. Na, großartig. Gut, wir hätten auch da über die Käfige springen können. Sowas interessanter. Da kommen wir jetzt nicht unbedingt hoch. Nee, so überhaupt nicht. Ja gut. Dann halt eben nicht. Dann brauchen wir vielleicht zuerst dafür die Fähigkeit. Ach so, wir kommen ja außen rum. Genauso möglich. Schauen wir gleich mal. Ja, okay. Hier kommen wir nochmal hoch. Na dann. Alles gut. Ah, da haben wir nochmal einen kleinen Raum. Hat man nochmal ein Item? Die Karte. Okay. Karte nehme ich gerne. Upp. Okay, wir sehen also wieder... Ja, das Gebiet ist nicht mehr so groß. Mal sehen. So. Ich frage mich aber auch, ob das, na, wie heißt der? Unser guter Freund, der uns immer die Items gibt. Und der eigentlich böse ist. Liegt mir auf der Zunge der Name, aber ich komme gerade wirklich nicht drauf. Wie hieß er denn?
Ach, da unten ging es gar nicht entlang. Oh, nö. Na, toll. Au. Ah, ich habe beinahe keine mehr Leben mehr. Ja, vor allem, wenn ich das immer mache. Nicht sehr schlau. Na, großartig. Oh, Gott. Na, ah. Das ist gerade gar nicht so cool. Vor allem, da ich eben so wenig Leben habe, ist das nicht die... nicht die beste Sache gerade. Dann hätte ich... Nein! Ah, Mann. Das Ding ist fies. Na, jetzt sind wir wieder hier oben. Na, dann eben nochmal. Diesmal müssen wir nicht unbedingt uns um die ganzen Gegner kümmern. Vor allem, ich glaube, wir machen sehr viel mehr Schaden jetzt. Also direkter Schaden. Ja? Ja, nee, okay, es geht. Also, wir machen schon gut Schaden, aber die Zauber sind, glaube ich, trotzdem noch stärker, ja. Und ich kann sie halt spammen. In einer großen Reichweite. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, die zu benutzen. So, darüber. Ja, aber zumindest, mir fällt zwar gerade leider nicht mehr der Name von ihm ein, aber ich bin ja mal gespannt, was er dann dazu sagt. Dass wir eben eine Floating Soul sind. Oder ob er es weiß oder nicht. Das ist noch die nächste Frage. Ob es da oben irgendwo entlang geht. Ich meine, so ein paar Secrets haben wir ja eigentlich schon gefunden. Aber nicht wirklich viel. Also wir haben auch nie wirklich viel oder lange nachgeschaut. Na, großartig. Igmaro oder so. Ja, irgendwie so in der Richtung. Ignaro? Irgendwie so, Ignaro oder sowas. Ich weiß aber gerade echt nicht mehr. Ah, es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man eine längere Zeit Pause macht, immer wieder. Au. Au. Ach. Ich geh jetzt pennen. Gute Nacht, Leute und Dragon. Marcel, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Ja. Ja. Lass das jetzt, du blödes Baumdingens. Okay. Sehr schön. Zwei Cycles braucht's eben, aber dann sind wir durch. Das Problem ist auch, dass die Dinger hier nicht wirklich viele Leben fallen lassen. Deswegen bekomme ich da schnell mal Probleme. Die Gegner davor in den anderen Gebieten, die haben halt immer schön viel Leben fallen lassen. Deswegen warst du eigentlich da, ich sag mal, fast unbesiegbar. Das ist hier jetzt aber halt ein bisschen anders. Ja, toll. Nach dem Extreme muss ich mir jetzt erstmal ausruhen. Ja, tu das. Du hast es auf jeden Fall verdient. So, da oben will ich mir gerne nochmal die Karte holen. Sehr schön. Wupp und wupp. Ich weiß gar nicht, ob die Karte auch zu den Prozenten zählt. Aber 78%, ich muss sagen, einerseits ist es ganz gut, andererseits ist es aber auch nicht so viel. Also ich bin mal echt gespannt, ob wir, wie viel uns theoretisch dann noch für die 100% fehlen, wenn wir hier jetzt durch das Gebiet durch sind. Weil wir haben gerade eine Sache bekommen. Und ich etwa nicht. Natürlich du auch, aber... Du willst ja jetzt gerade nicht ins Bett. Du hast es genauso verdient, aber wenn du es nicht annimmst an sich, kann ich auch nichts für. Ich gehe jetzt auch mal ins Bett. Krieg vom Stream sowieso kaum noch was mit. Ja, dann bringt es ja auch nichts, klar. Gute Nacht wünsche ich euch. Okay, Elding, vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche dir eine gute Nacht. Und ja, auch an dich natürlich, schlaf schön. Diese Wurzeln hier unten sind so uncool. Bei deinem besteht halt die Gefahr auch. So, einfach in Bewegung bleiben. Genau, dann trifft dann das Ding nicht. Das war sehr schön. Ja, okay. Na, passt. Wir haben ihm gut Schaden gemacht.
Jetzt sind es zwei von denen. Oh, drei? Was? Oh, drei sind nicht schön. Ich habe schon wieder bloß so wenig Leben. Lass das. Geh weg. Okay, komm schon. Ja, nice. Okay. Langsam wird es doch etwas kniffliger, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich schwerer wird, auch vom Boss her. Weil zum Beispiel der letzte Boss, den wir hatten in der Bibliothek, der war ja doch schon super easy. Deswegen bin ich da jetzt mal gespannt. Okay. Hier ist unser nächster Hebel. Wunderschön. Damit wären wir jetzt dort. Wir können jetzt halt nochmal außen rum gehen und uns einen Speicherplatz holen. Ich riskiere es mal. So. Nach dem bzw. dem nächsten Versuch bin ich weg. Ich muss wieder um 5 anfangen zu arbeiten. Oh je. Du tust mir sehr leid. So. Okay, da ist die nächste Pflanze. Jetzt kommt die auch noch dazu. Okay. Das Ding war... Aua. Hm. Toll. Das Ding ging aber sehr weit runter. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, wie wir hier wieder hochkommen irgendwie. Ja, weil hier oben gibt es ja auch noch einen Gang. Und da haben wir irgendwas Schönes noch. Oh, hier haben wir scheinbar einen Auffüllplatz. Ja, toll. Ja, aber schönerweise, wir können das hier nicht mehr aufgefrieren. Interessant. Das ging doch ganz gut. Sensen-Upgrade. I can't believe my eyes. You have found all my objects. Was? Wir haben 100% gefunden? Ich jetzt? 12 Stück, okay. Ja, weil Leben und Magie waren ja eigentlich voll, aber ich dachte, so ein Booster oder sowas fehlt vielleicht noch. Wir haben alle seine Objekte gefunden, aber nicht 100%. Fehlt dafür vielleicht noch was? Jetzt bin ich gespannt. Und ich weiß halt auch nicht, für was die 100 oder wo die 100% alles reinzählen. Hm. Okay. Bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt so finden werden oder nicht. Ja, Gott. Das kann eine Weile brauchen. Bis wir hier alles haben. Oh, aber wir können die One-Hitten. Das ist so toll. Das ist richtig toll. Aber so viel Leben bekommen wir dadurch halt nicht. Wie lange ist es noch bis zum nächsten... Ah, ist schon noch ein gutes Stück. Nochmal ein kompletter Raum. Bis zum nächsten Memorial. Ja. Ja. Na also, jetzt haben wir über die Hälfte erleben. Das sollte schon gehen. Ich meine, sind ja größtenteils eh bloß die Gegner. Und die gehen ja schon irgendwie. Ich lasse mich halt ganz gerne immer ein bisschen treffen. Wenn ich das mal sein lassen würde, dann wäre das auch leichter. Okay. Was erwartet mich? Oh, okay. Ich wollte gerade fragen, was erwartet mich hier unten? Nichts Angenehmes. Au. Das Ding weg, du weg. Perfekt. Was haben wir hier unten? Gar nichts. Toll. Toller Weg. Großartig. Immer wieder schön, dass ich den gegangen bin. Ja, gut. Später ist mir immer... Später ist mir immer schlauer. Das war gut. Dann können wir das wegkillen. Ich muss da, glaube ich, mal nach oben. Ansonsten stört das Ding immer wieder. Ja, perfekt. So, hier ist jetzt auch Ruhe. Ich denke mal, das war einfach bloß wichtig, damit wir da überhaupt unten durchkommen. Aber ansonsten nerven die Dinger ja die ganze Zeit. Au, wo kommt ihr denn her? Von da hinten. Das hat auch noch gerade eben so getroffen. So viel kleine Schäden überall, die ich so abbekomme. Das ist noch nicht so toll. Oh, ja, großartig. Wie gut, dass ich die Dinger schnell erledigen kann. Das wäre ansonsten sehr widerlich geworden. Ich glaube, jetzt bin ich froh, dass ich die Pflanzen dort oben erledigt habe. Weil die hätten doch bestimmt auch die ganze Zeit noch gestört. Und wieso habe ich das Gefühl, dass das gleich unser Boss sein wird? Ich sollte nicht die ganze Zeit immer wieder in das reinrennen.
Aber ja, wir sind fast durch. Also bloß noch das Ding und dann haben wir es ja auch geschafft. Dann sind wir zumindest bei der nächsten Memorie. Das ist das. Mal sehen. Jetzt einfach bloß ausweichen. Einfach nur ausweichen. Na. Ah. So, wusch. Du kriegst mich niemals. Noch einmal. Ah, ne. Nice. Das war sehr schön. Wunderbar. Du kannst mich jetzt auch... Oh Gott. Falsche Taste gedrückt. Du kannst mich jetzt auch nicht mehr aushalten. Und ich sehe es oben schon. Nicht mehr lange. Ah, wir haben noch 3 Herzchen. Ja, sehr schön. Wir sind da. Puh. War also doch nicht notwendig, nochmal zurückzugehen. Kein Gesprächspunkt mehr. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Ich denke, es geht bloß nur darum, den nächsten Boss zu besiegen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sich der im nächsten Raum befinden wird. Yo. Okay. Einfach ausweichen, fast reinrennen, ja. Wäre so gut gewesen, wenn das mich dann gekillt hätte. Oh Mann, das war ein Gebiet. Und jetzt... Oh wow, das ist interessant. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wie hart ist der Boss? Ich hoffe mal, er ist gut hart. Auch wenn es merkwürdig klingt, aber ich hoffe es einfach mal. Grim Reaper? Bist du's? Irgendwie so in der Richtung, ne? Lass mich raten, in das Wasser will ich nicht. Okay, der hat schon mal... Au! Okay, ich darf nicht auf die Inseln, wo du nicht bist. Okay. Es wäre so schön gewesen, wenn ich das Wasser einfrieren könnte. Ach, man kann die Dinger... Ah, okay. Das macht die Sache irgendwie leichter. Ich sehe nicht, dass der arg lange aushält. Wenn ich ihn dann auch noch mit normalen Angriffen angreifen kann. Das muss gerade ein Damage-Output sein, den wir haben. Der Tod in Rot? Ja. er hat seinen unteren Körper verloren. Aber irgendwie ist er immer noch nicht stärker geworden. Also, minimal. Ich sehe aber trotzdem nicht, dass es arg lange aushält. Was war das für ein Boss? Das war der vorletzte Boss. Was zur Hölle? Das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Okay. Das war der vorletzte Boss und der hat nichts gemacht. Das war, glaube ich, der leichteste Boss im ganzen Spiel. Ja, das ist manchmal ein bisschen schade. Also, Balancing ist hier definitiv ein Problem. Balancing und Bosse allgemein. Ich meine, es war ein witziger Boss, aber das wäre so ein, ja, so ein erster Level-Boss gewesen. Weil, stehe nicht dort, wo er steht, hau ihn dann um. Ich hätte ihn auch bloß mit Nahkampf angreifen können, aber wenn du halt gleichzeitig dauerhaft Magie hast und währenddessen noch zuhauen kannst, du machst halt enorm Schaden. Und du kannst vom Spieler ausgehen, dass er jetzt mittlerweile, ja, sagen wir mal, Dwang hat das Spiel auf leicht gestellt. selbst wenn ich es aufs Leicht gestellt hätte, der Boss konnte trotzdem nichts und es gab, glaube ich, keine. Also Game Options, Sound Effect 4, vielleicht liegt es an der Sprache, vielleicht ist Französisch der schwere Modus. Ich kann zumindest nichts lesen, vielleicht ist das dann schwieriger. aber ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist falsches Game Design. Ist der Schwierigkeitsgrad falsch rum? Es sah so aus, als würde er noch irgendwas Starkes können. Ja, aber vielleicht ist der Boss ja auch noch nicht vorbei. Vielleicht kommt ja noch was, aber nö. Das war's. Ja, okay. Schade. Ja, das sah echt nach einem coolen Boss aus, aber irgendwie, ja, er hat halt echt nichts gemacht. Was ich nicht ganz verstehe. Oh Gott. Na, großartig. Schon wieder du. In Gen merkt man doch an der Tri-Kochkatze. Französisch schwer, ja. Oh, du hängst diesmal ziemlich tief. Was mir die Sache irgendwie bloß leichter macht. Ja, okay. One Cycle gibt es trotzdem nicht. Und wir haben halt unsere stärkste Waffe, glaube ich, gar nicht benutzt. Nämlich das hier.
Ich glaube, das tut mittlerweile auch richtig weh, diese Sensen. Also mit den Sensen hätte ich ihn ja noch mehr reinhauen können. Aber, ja. Verstehe ich halt nicht ganz. Das ist so eine Sache, wo ich nicht ganz verstehe, weil das Spiel ist, finde ich, ziemlich gut. Dafür vor allem, dass es halt von zwei Leuten bloß gemacht wurde. So ein kleines Entwicklerteam. Aber gerade sowas, das sind halt Game Design Entscheidungen, die halt grundlegend falsch sind. Aber gerade zum Beispiel der Boss, der hat viel, viel krasser sein können. Und das war er halt leider nicht. Und deswegen, ja. Zum Beispiel, was cool gewesen wäre, wenn diese Flammen, die um die Blöcke kreisen, nicht zerstörbar wären. Das wäre schon mal, das war der erste Schritt gewesen, um mir viel, viel mehr Probleme zu bereiten. Weil da muss ich sowohl aufpassen, wenn ich ihm Schaden mache, als auch wenn ich drüber gehe. Das wäre schon mal, das hätte den Boss schon mal doppelt so schwer gemacht. Einfach mal die erste Sache, um diesen Boss genauso zu lassen, einfach bloß eine Dings. Einfach bloß eine direkte Änderung. Einfach diese Dinge nicht zerstörbar machen, schon ist der Boss doppelt so schwer. Zwar immer noch super easy, aber halt nochmal wenigstens ein bisschen Herausforderung. Und ich habe langsam das Gefühl, dass die Bosse irgendwie immer leichter werden. Na gut.